Hallo ihr Lieben und willkommen zu Tag 2 vom Adventskalender-Türchen. Ihr seht schon, ich habe hier unten wieder alles aufgebaut und zwar den Adventskalender von Miss Fruchteis, wo immer die Bibelverse und die Bilder drin sind, welches Päckchen ich auspacken muss. Den werde ich bestimmt wieder zum Ende hin machen. Dann hier mein Rotbäckchen war heute Sehkraft. Werde ich nachher ganz in Ruhe trinken. Dann der von Plottermarie. Und hier habe ich schon mal ein bisschen gefühlt. Hier ist was Festes drin. Und ich würde behaupten, dass hier so ein Holzteilchen oder so drin ist, wo man dann irgendwas drauf machen kann. Oder dieses ganz feste Pappmaché. Ich weiß nicht genau, wie heißt das denn? Ja, egal. Also das vermute ich zumindest. Aber wir werden sehen, wenn wir auspacken. Ich beginne, wie gestern auch, mit dem Adventskalender von IKEA. Und diesmal gucke ich, bevor ich das Türchen öffne, gucke ich mal, ob... Ach ja, das war ja das mit dem Zwerg, der da ist und hochgehüpft ist. Jetzt tut sich wieder nichts. Hier im Fenster schneit's. Habt ihr das gesehen? Weiß ich nicht. Ja, und warum auch immer, der kleine Kerl will gerade nicht hochhüpfen. Gestern hüpft er ja, aber wir gucken jetzt mal, ob hinter dem Türchen Nummer 2 vielleicht ein Bild versteckt ist. Wieder nichts. Wieder nichts, was man einscannen darf. Und nach komm raus als Schoki haben wir eine weiße Schokolade, sehr lecker, mit Karamellklümpchen obendrauf und... Sehr lecker, klebt an den Zähnen, also das Karamell, klebt direkt am Zahn, sehr unangenehm, aber schmeckt sehr, sehr lecker, auch die Füllung. Ich kann das immer nicht beschreiben, was da, ich glaube, ich mache gleich Pause, ich mache erstmal meinen Zahn frei. Ich kann nicht beschreiben, was da für eine Füllung drin ist, wonach die schmeckt. Also nicht definierbar, aber sehr, sehr lecker. Nur das Karamell. Entschuldigung. Hat gerade richtig genervt. Okay, ja. Sehr schade. Ich hoffe, dass das nicht so weitergeht. Hinter Türchen Nummer 1 war nichts und jetzt hinter Türchen Nummer 2 auch nicht. Und das ist ja eigentlich immer das Schöne an dieser, an diesem IKEA Adventskalender, dass sich da halt in den Bildern eigentlich so viel tut. Aber vielleicht ist es ja auch dieses Jahr, weil jetzt passiert hier zum Beispiel auch nichts. Okay, jetzt passiert hier gerade überall gar nichts. Gehen wir nochmal drauf. Ja, also ganz, ganz komisch. Entweder... sind da doch noch erhebliche... Ah, jetzt ist er gerade hochgehüpft. Da. Okay. Jo. Und schneit... Ja, es schneit auch wieder im Fenster. Und der Tannenbaum macht auch wieder Lichter. Okay. Ja, wenigstens das. Aber... Kommt da der zweite? Da kam doch gestern ein zweiter Zwerg. Ja, passiert auch nichts mehr. Ja, der wackelt aber noch rum. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe... dass da nach und nach dann mehr Sachen passieren oder dass zumindest irgendwann hinter irgendeinem Türchen dann mal irgendein Bild oder ein QR-Code oder irgendwas ist. Sonst wäre das echt schade. Okay, so, den räume ich hier einmal hinter mich und ich mache weiter mit dem Plottermarie Adventskalender. Ich versuche wieder das vorsichtig abzuziehen, dass ich die Tüte dann nochmal verwenden kann. Ein bisschen kaputt, aber besser hier als die Tüte. So, und ich bin gespannt. Jawohl, so eine... Ach, eine Karte. Coole Idee. So eine Karte ist das. Hier. Und die ist 14,8 mal 10,5 mal 0,3 und da sind zwei Stück drin. Und das sind, ja, Karten. Ich reiße es direkt mal auf und hole die mal raus. Und dann kann man Holzkarten machen und kann die dann verschicken. Das ist echt cool. Da kann man dann was drauf plotten. Ja,
coole Sache. Ich werde aber mal gucken. War nichts mehr drin? Nein. Die Tüte hebe ich mir auf. Ich gucke aber mal online gerade. Und dafür hole ich euch mal auf den Bildschirm. Zack. Und da haben wir schon Plottermarie. Und wir gucken mal. Also was das ist, ist mir ja klar. Aber vielleicht ist da sowas wie gestern. Das ist wieder irgendwie eine Verbindung von einem anderen Tag hat. Info zum Inhalt. Schnitteinstellungen. Diese schöne Postkarte kann mit Flock oder Glitterfolie beplottet werden. Mhm. Projekt Nummer 1. Zu diesem Projekt gehört Tüte 1, 2, 3 und 4. Alles klar, okay. Das Video dazu wird es am 4.12. wird dann in der Gruppe veröffentlicht. Okay, also ich muss dann mal gucken, ob dieses Video dann wirklich nur für die Gruppe ist oder ob das öffentlich bei YouTube hochgeladen ist. Wenn es bei YouTube hochgeladen ist, werde ich es euch verlinken. Ansonsten werde ich es mir dann natürlich alleine angucken aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ja, sehr cool. So, und wenn wir gleich schon mal hier auf dem Monitor sind, dann machen wir auch hier direkt gleich weiter. Und zwar von Tintenrebell öffnen wir auch mal das Türchen. Okay, und hier verbirgt sich ein Drachenmond. Ja, okay, ist jetzt auch nicht so ganz meins, ehrlich gesagt. Ich finde es schöner als gestern auf jeden Fall. Wüsste aber auch nicht, für wen ich das benutzen würde. Also für mich jetzt nicht so wirklich, wegen den Hörnern, irgendwie, ja, weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht so schön. Drachen sind jetzt auch nicht so mein Mega-Thema. Also es gibt Geschichten, wo ich Drachen cool finde, wie Narnia zum Beispiel. Im dritten Teil, da gibt es auch einen Drachen, aber ja, gut, würde ich mir jetzt nicht unbedingt irgendwo drauf machen. Aber vom Style her gefällt es mir auf jeden Fall besser als gestern. Naja, und es schummelt auch ein bisschen wegen der Farbe hier im Hintergrund. Das ist ja meine Farbe. Genau. So, dann können wir Tintenrebell ausmachen. Plottermarie auch. Und es bleibt dann noch die Plotter-Datei von Tante Plotter. Und auch da öffnen wir mal das Türchen. Und öffnen die PNG. Okay, hier haben wir heute ein Bäumchen. Na, geh mal weg da unten. Ja, ihr wundert euch bitte nicht, warum auf dem Bild da was drüber liegt. Das habe ich in der Bildbearbeitung oder in der Videobearbeitung später draufgelegt, weil in der Beschreibung halt steht, dass man, wenn man die Bilder zeigt, dann halt nur zeigen darf, wie es eben mit diesem Überzug ist, wegen Datenschutz halt, ne? Damit das niemand kopieren und klauen kann. Kann ich auch nachvollziehen, es ist eine Heidenarbeit, so eine Datei zu machen. Und dann möchte man das natürlich auch datenmäßig geschützt haben. Genau, so, und dann kommen wir schon, geht ganz fix heute zu unserem Adventskalender von Miss Fruchteis. Und ich mache wieder das Schleifchen auf, ich habe schon falsch rum. So, hier vorne hatten wir die 17, die 14, hier haben wir die 6, hier ist die 12, danach kommt die 24, dann kommt schon die 1, die hatten wir nämlich gestern. Das habe ich mir schon gemerkt. Da ist die 19, hier haben wir die 13, die 9, die 4, die 15, die 23 und ein bisschen auf, die 11. So, und hier ist die 2. Da haben wir sie und das sieht heute so aus. Ich versuche es euch mal ein bisschen zu zeigen. So ganz könnt ihr es nicht sehen. Da sind halt lauter Glöckchen. Also die Glöckchen sind halt so rum. Und dann ein Merry Christmas Aufkleber mit einer 2. So, und wir gucken uns den schönen Bibelvers an und dann das Bildchen. Und da mache ich euch kurz auf Pause und hole einmal das Päckchen. Deine Hand komme mir zur Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt. Psalm 119, 143, also Vers 143. Ja, sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, du hast auch gestern nochmal geantwortet
auf meinen Kommentar, dass du dir halt, oder auf meine Aussage, dass du dir halt viel Arbeit damit gemacht hast und hast mir halt gesagt, dass das nicht so einfach war mit dem Kopieren. Ich kann dir gerne mal einen Link schicken, Mausi, da kannst du das einfach kopieren, dann hast du es beim nächsten Mal nicht so schwer, wenn du sowas nochmal machen möchtest. Genau, da gibt es nämlich so eine Online-Bibel und da kann man die Texte einfach kopieren. Das geht dann einfacher und schneller. Okay, so, ich habe hier heute dieses Bildchen und ich stelle euch ganz kurz auf Pause und suche einmal das Paket mit diesem Bild. So, ich habe das Paket mit diesem Symbol gefunden und ich würde behaupten, dass das Bänder sind. Und zwar bestimmt habe ich mir irgendwas ausgesucht für mein Nähzimmer. Kann ich mir gut vorstellen, dass das Bänder sind zum Verzieren beim Nähen. Also so fühlt es sich zumindest an. Aber ich guck mal nach. Mausi, geht dir das auch immer so, dass du dann ganz gespannt bist, was ich in meinem Päckchen habe, weil du nicht mehr weißt, in welchem Päckchen du was hattest? Immer wenn ich deine Videos gucke, dann denke ich immer, ja Mensch, was war denn da noch gleich drin? Was packt sie denn heute aus? Und rate immer so ein bisschen mit, was es sein könnte, weil ich das einfach vergesse. Geht dir das auch so? So. Na? Nee, da ist doppelt belegt, da kriege ich es nicht so. Okay, dann muss ich doch die ganzen Kleber abmachen. Das Papier gefällt mir sehr gut. Das sieht so ein bisschen recycelt aus. Ja, ich habe meiner Mausi alias Miss Fruchteis, aber ihr Kanal ist auch unter meinen Videos verlinkt. Da seht ihr dann übrigens die Sachen, die sie bekommen hat von mir. Also da könnt ihr euch auch ihren Adventskalender angucken. Und ja, ich hatte recht, es ist so ein Band. Das glänzt natürlich schön, aber nicht ganz so krass, wie ihr das hier seht. Also ich finde die Kamera eigentlich echt gut, muss ich sagen. Klar, die ist so ein ganz bisschen verrauscht, aber das finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. Ja, und dieses Band kann ich wirklich gut gebrauchen, weil das ist meine Farbe und ich verziehe halt ständig Sachen damit, ne? Ja, und da hast du auch ganz schön zugelangt, weil es sind ja bestimmt 3 Meter oder noch mehr. Das war bestimmt nicht ganz günstig. Wobei ich weiß nicht genau, ob es auf meiner Liste war oder ob du es ausgesucht hast. Also wenn du es ausgesucht haben solltest, dann ist es 1000% perfekt. Und ja, wenn ich es mir ausgesucht habe, dann war ja klar, dass ich die richtige Farbe habe. Aber vielen Dank für diese Menge. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du da so viel von kaufst, wenn ich mir Bänder ausgesucht habe. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was auf meiner Liste war, was ich mir ausgesucht habe und was du jetzt mit eingepackt hast. Aber ist ja auch am Ende ist es ja auch egal. Und ja, vielen Dank, kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. So, ihr Lieben, ich mache mich gerade noch mal groß. So, da bin ich ein bisschen näher bei euch. Und ja, ich packe hier gerade noch mal dieses Zettelchen wieder zurück. Ich möchte die nämlich auf jeden Fall alle aufheben möchte. Ja, ich hatte euch gesagt, dass ich eventuell mir was einfallen lasse. Also in dem Vorstellungsvideo, wo ich meine Adventskalender vorgestellt habe, habe ich gesagt, dass ich mir vielleicht das ein oder andere für euch ausdenken werde und vielleicht die ein oder andere Plotter-Datei für euch aus meinem Shop oder auch nicht euch zur Verfügung stellen werde, beziehungsweise, dass ihr die gewinnen könnt. Und heute habe ich mich tatsächlich früh morgens an den Computer gesetzt und habe angefangen, eine Plotter-Datei für euch zu machen. Und dafür gehe ich nochmal gerade auf meinen Bildschirm. Tada! Und zwar, schwappdidu, da ist es. Das ist die Datei, die ich heute Morgen für euch gemacht habe und auch aus Kopierschutz Datendingern habe ich hier das Datei von Nicoles bunte Welt drüber gemacht, einfach nur als Kopierschutz. Das ist natürlich nicht auf dieser Datei drauf. Also ihr bekommt eine Datei in
JPG als Bild, PNG als Bild ohne Hintergrund für Webgeschichten, dann ein SVG für die Plotter, also alle gängigen Plotter, die ich kenne, können SVG öffnen. Genau, SVG-Datei ist mit drin, PNG-Datei und die JGP-Datei. Genau, diese drei sind auf jeden Fall drin. Eventuell setze ich mich heute nochmal dran und versuche, das auch als Stickdatei hinzubekommen. Das verspreche ich jetzt aber noch nicht, weil ich erstmal gucken muss, ob ich das hinkriege, einigermaßen mit dem Umwandeln. Ich kann das eigentlich schon recht gut, aber da ist doch schon noch ein bisschen Übung gefragt. Und ich möchte es jetzt nicht versprechen und dann klappt es nicht, das wäre schade. Ich verspreche es euch nicht und guck mal, was ich tun kann. Genau, und für alle, die das gewinnen möchten, schreiben mir bitte unten in die Kommentare, welche Filme ihr gerne schaut zu Weihnachten. Also speziell in der Weihnachtszeit, gibt es da irgendwelche speziellen Filme, die ihr euch gerne anschaut? Ich mache gerade nochmal meinen Computer aus, so, da bin ich nochmal. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin total altmodisch und ich habe früher sehr oft bei meinen Großeltern Zeit verbracht, weil meine Mama halt arbeiten musste und mein Papa war LKW-Fahrer, der war die ganze Woche nicht da. Und ich war halt viel bei meinen Großeltern und bin da mehr oder weniger halt halb aufgewachsen zumindest. Und die haben natürlich Heimatfilme geguckt und das hat mich sehr geprägt. Und das ist tatsächlich bis heute hängen geblieben. Also ich liebe Heimatfilme. Also ganz alte Dinger, ne? Wie das Rosenriesli zum Beispiel. Keine Ahnung, ob das irgendwer von euch kennt. Also so ganz, ganz uralte Sachen. Nicht sowas wie der Bergdoktor oder so. Das ist ja schon fast modern. Sondern wirklich so ganz alte Sachen. Ne? Oder Heinz Rühmann oder ja, keine Ahnung. Halt diese ganz, ganz alten Geschichten. Sowas gucke ich gern. Und was natürlich kein einziges Weihnachten fehlen darf, ist Sissi. Jedes Jahr wieder muss ich alle drei Teile mindestens zweimal in der Adventszeit gucken. Genau, ja. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie das bei euch so ist, ob es da überhaupt irgendwelche Filme gibt, die ihr jedes Weihnachten einfach wie ein Zwang immer wieder gucken müsst. Oder ob ihr sagt, ach, nö, das ist mir egal, mit Fernsehen habe ich sowieso nichts am Hut. Interessiert mich alles nicht und es gibt keinen Film, der mich zu Weihnachten flasht. Genau, also das interessiert mich. Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare und ich werde dann morgen einen rauspicken. Also mit so einem Zufallsgenerator, den werde ich mir online irgendwie raussuchen und dann werde ich einen von euch auslosen, also einen von den Kommentaren. Genau, aber nur die Kommentare, wo natürlich drin steht, welches Video ihr gesehen habt. Also nicht irgendein Kommentar, sondern ich werde das schon so machen, dass ihr halt nur, wenn ihr wirklich auf die Frage geantwortet habt. Genau, was wollte ich noch? Eine Sache wollte ich noch, ach ja, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, Datenschutz. Und da komme ich nochmal auf meinen Bildschirm hier. Wenn ihr die Datei gewonnen habt, ist sie nur für private Zwecke. Das bedeutet, ihr dürft diese Datei privat, ihr könnt das ausdrucken und euch in die Butze hängen, ihr könnt das ausschneiden mit einem Plotter, ihr könnt es euch auf Kleidung machen. Ihr dürft auch Bilder von euren fertig erstellten Sachen zeigen, auch im Internet oder bei YouTube oder wo auch immer. Das ist in Ordnung, aber die Datei an sich darf auf gar keinen Fall weiter verschickt werden. Und wenn ihr die reine Datei, so wie ihr sie jetzt hier seht, zeigen wollt, immer nur mit genau diesem Bild. Also ihr werdet auch eine JPG oder NPG-Datei, weiß ich noch nicht, Datei dabei haben, wo Kopierschutz dahinter steht. Und das ist genau dieses Bild, was ihr hier gerade vor euch seht. Hier oben seht ihr den Namen. Ach nee, seht ihr nicht. Schade. Wartet mal, ich ziehe es mal runter. Seht ihr es da? Könnt ihr nicht so gut lesen, ne? Ich versuche es mal ein bisschen größer. Na komm. Nee, ja.
So, ich versuche es mal ein bisschen größer zu ziehen, die Seite. Na, seht ihr trotzdem nicht so gut. Also da oben steht es auf jeden Fall, so heißt halt die Seite, Gnome sieht die Kerzen nicht. Und dann steht dahinter Kopierschutz PNG, also es ist eine PNG-Datei. Und diese Datei, genau so wie sie hier ist, dürft ihr auch online veröffentlichen. Auf Facebook, auf YouTube, auf wo auch immer, das ist euch überlassen. Aber es muss halt immer dieser Kopierschutz oben drauf sein. Das ist ganz wichtig. Genau, das war nochmal als Erklärung für diese Datei, wenn ihr sie gewinnt. So, für die Leute, die gerne für jemand anderen ein Geschenk machen wollen und sagen, ey, das ist ein cooler Spruch, Advent, Advent, ich sehe die Kerzen nicht und dann dieser Wichtel, wo die Mütze über die Augen geht und er halt nichts sieht. Wenn ihr das cool findet und gerne jemand anderen schenken wollt, das dürft ihr und zwar genau 10-mal. Und danach bitte nicht mehr. Aber nur das fertiggestellte Produkt, nicht die Datei, sage ich nochmal ganz ausdrücklich. Okay, so haben wir das auch abgearbeitet. Das musste leider noch sein. Einfach aus rechtlichen Gründen. Genau, so ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen super schönen zweiten Adventstag und hoffe, dass ihr eine schöne Zeit habt. Macht's gut und bis morgen. Tschüss!